Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Wir spielen heute Gartenzwergbombe. Mal ein anderer Modus, wieder ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Und wir spielen natürlich auf der Seite der Zombies. Für alle, die den Modus nicht kennen, das Ganze funktioniert so. Wir müssen den Gartenzwerg einsammeln, dann rüberbringen zum gegnerischen Garten. Und wer als erstes 3 Punkte hat, hat natürlich gewonnen. Falls man jetzt angenommen nur 2 Punkte hat und der Gegner hat keinen Punkt, hätte man gewonnen, wenn die Zeit abläuft. Ziemlich einfach alles. So, legen wir los. Erstmal hier schön mit dem Megaphone benommen gemacht und weggeholt. Irgendwo da hinten rennt auch noch ein Schnapper rum. Oh, da rennen einige Schnapper rum. Aber gegen Schnapper bin ich eigentlich ziemlich gut gerüstet. Alles klar hier damit. Gib mir das Ding, gib mir hier die Pille. Wir bringen das Baby hier mal rüber zu C. Ja, fängt doch schon mal relativ gut an. Direkt hier einen Kill geholt. Die Bombe hier am Sack. Und platziert. So, jetzt brauche ich hier ein bisschen Rückendeckung. Denn die Drohne da oben zerlegt mich gerade und die Drohne selber kann ich sehr schlecht wegholen. Ja, die Drohne hat mich fertig gemacht. Ja, im Grunde ist alles erlaubt. Wir können also wirklich alles spielen. Bisschen Ingenieur, ein bisschen Wissenschaftler, ein bisschen All-Star. Heute wird so ein bisschen bunt hier umhergemischt. Na, kriegen wir das Ding hin? Nein! In den letzten Sekunden haben die Pflanzen das nochmal gerissen. Was für eine Scheiße hier. Aber den hier habe ich noch weggeholt. Das war meine Rache. Ah, Moment. Hier drüben war doch irgendwo eine Mine. Die kriege ich gar nicht. Aus irgendeinem Grund. So, jetzt. Die Mine ist erledigt. Wir haben sehr viele Kakteen. Cactus Maximus. Und jetzt werde ich gegessen. Von hinten. Natürlich. Okay, wer hat die Bombe? Haben wir die Bombe? Zombies. Sehr gut. Na also, läuft doch, läuft doch. Ja, ich denke, das hier wird eine spannende Runde, denn mittlerweile spielen mehrere Leute das. Also früher war es immer so, man hat nie ein Spiel gefunden. Jetzt ist schon ein bisschen besser geworden. Wo denn, wo denn, wo denn? Wo ist die Bombe da hinten? Sehr gut. Verteidigen, Leute, verteidigen! Wow, nice. Meisteranschlag. Schon wieder der eine hier mit seiner Drohne. Aber diesmal habe ich sie weggeholt. Die war zu nah an dem Gebäude dran. Tja, mit Drohnen kann man leider nichts entschärfen. Na, Megaphone. Direkt hier wieder aus dem Boden rausgeholt. Rausgestanzt den Bubi da oben. Ich denke, diesmal kriegen wir es hin. Die müsste durchgehen. Na also, läuft doch. Moment mal, wen nennt der da oben hirnlos? Ich bin das Genie hier im Team. Immerhin bin ich ein Ingenieur. Dafür muss man studieren. Na, Moment, ich will mal hier was probieren. Steigen wir ab? Ja, natürlich. Wäre sonst ein bisschen zu unfair. Denn dann wären wir hier ziemlich schnell unterwegs und könnten die anderen wegdrängen. Alles klar, hier nach unten springen. Boah, hier oben wieder Minen. Aus dem Weg! Das Ding geht rein! Yes! Oh, noch einen weggeholt. Noch einen hier weggeholt und wir stehen ganz oben mit 5 Kills. Wir haben das Baby hier in den Garten gebracht und schon wieder habe ich diesen miesen Fehler. Wann der mal rausgepatcht wird, ich weiß es nicht. Ja, war klar, das kriegen sie hin. Mit ihren ganzen Kartoffelminen verteidigen die extrem gut. Diesen Bonus muss man ihnen lassen. Ich hol mir den Kaktus, ich hol mir den Kaktus. Yes! Friss dies. Okay, wir wechseln hier mal. Wir wechseln hier mal durch. Was nehmen wir denn? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen uns den Meeresbiologen hier mit. Mal ein bisschen hier die Tiefen erforschen. Na, sag bloß, die haben die Bombe. Jep, sie haben sie. Wo rennen die rum? Also noch führen wir. Wenn die jetzt keinen Punkt machen, hätten wir gewonnen. Laut den Regeln hätten wir gewonnen. Okay, warte mal. Ich lege hier drüben Minen. Hol ihn. Boah, wie ich dein Leben gerettet habe, Junge. Durch die Wiederbelebung natürlich. Leben retten durch die Wiederbelebung. Boah, der Meeresbiologe ist extrem geil. Und da holen wir uns schon wieder den nächsten Punkt. Bams, Minen weggehauen. Na Moment, ich belebe.
Ich reanimiere, Freunde. Tja, zu viele Kakteen ist, glaube ich, keine gute Strategie. Das sieht nicht besonders gut aus für Team Pflanze. Und wir sind ja hier schon wieder unterwegs. Und schon wieder haben wir gelegt. Alles gleich immer die Heilung hin. Sie können zwar sehr viele Minen hinsetzen, aber irgendwie fehlt ihnen so ein bisschen die Feuerkraft, um hier durchzukommen. Also verteidigen können die Kakteen natürlich extrem gut. Na, kriegst du das hin? Eben gerade habe ich noch sehr viele da hinten rumrennen sehen. Oder haben wir schon gewonnen? Dann machen wir noch eine Runde. Dann machen wir natürlich ein Rematch auf der Seite der Pflanzen. Yep, Sieg für die Zombies. 0 zu 3, richtig derbe hier abgezogen. Sieg für die Zombies. Na, mal sehen, wo stehen wir denn? Ganz oben 10 Kills. Die meisten Punkte hier. So schlecht waren die anderen gar nicht. Aber ich würde sagen, sie haben auf jeden Fall die falschen Klassen gewählt. Zu viele Kakteen. Ein Schnapper habe ich gesehen. Eine Erbsenkanone. Und der Rest waren irgendwie alles Kakteen. Mindestens 3, 4 Stück. Oh, wir können in der Zeit ja mal hier so ein Päckchen holen. In der Regel hole ich nur noch die hier, weil die Zombies brauche ich viel häufiger als die Pflanzen. Pflanzen setzt man vielleicht so 2, 3 hin, aber Zombies butter ich mittlerweile raus bis zum geht nicht mehr. So ein 10.000er holen? Na komm, wir sparen uns die Kohle. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Also wenn die hier oder die hier, die Mischung kann man auch mal machen. Die hier lohnt sich auch nicht mehr, denn ich habe gemerkt, die sind halt teurer. Man bekommt, glaube ich, genauso viele Karten, genau, 9. Und wenn man keine Gegenstände mehr hat, die man jetzt aus dem Zombos Down DLC braucht, dann sind die 10.000 eigentlich verschwendet. Alles klar, die nächste Runde. So, wen nehmen wir denn? Selber einen Schnapper mal nehmen. Hot Rod Schnapper ist natürlich sehr gut. Oder wir nehmen die Feuerkaktee. Ja, wir rennen hier so ein bisschen rum als Kaktus. Jetzt sag bloß, wir haben wieder so viele Kakteen. Nee, geht. Ist eine gute Mischung. Die Lobby hier ist auch noch relativ voll. Für den Modus auf jeden Fall sehr gut. Tja, dann wackeln wir mal los. Mit meinen kleinen Stummelbeinchen hier. Okay, die ist hier drüben oder in der alten Mine drin. Das variiert natürlich immer so ein bisschen, je nachdem, wo die Spieler stehen. Alles klar, wo will der hin? Der rennt hier durch und will wahrscheinlich da hinten zu dem oberen Garten. Oh, da fliegt schon was rum. Jetzt hier gegen den All-Star im Duell. Wir machen natürlich dick Damage. Reicht aber nicht. Ganz enges Ding. Ich glaube, die Kaktee ist hier einfach ein bisschen zu langsam. Aber ich versuch's nochmal. Sonst muss ich hier eine Erbsenkanone oder sowas wählen. Alles klar, das kriegen wir durch. Das Teil hier wird entschärft, definitiv. Sehr schön. Wow, ich werde jetzt zerlegt, da unten die Zombie-Armee. Okay, der Kaktus ist wahrscheinlich hier keine gute Wahl. Wir wechseln hier durch und nehmen uns einfach mal hier die Standard-Erbsenkanone mit. Bams, direkt hier einen Kill geholt. Ah, die Bohne geht noch raus, wenn ich hier drauf gehe. Der Vorteil hier ist eben, wir sind extrem schnell unterwegs, weil wir uns ja hochboosten können. Boah, 2 Wissenschaftler. Ein mörderisches Doppel hier. Erstmal schön ein bisschen sie auf die Mangel nehmen. Auf die Mangel, in die Mangel. Ich glaube, in die Mangel ist das Wort, das wir suchen. Das entschärfen die doch. Ja, das schaffen die locker. Jewel Junction. Die neue Karte mit dem Zug. Nettes kleines Easter Egg zu Mass Effect. Alles klar, wir fangen ihn ab. Wiederbelebung. Rüssel an Rüssel. Wer hat die Bombe? Wir haben die Bombe. Na gut. Wir haben das Ding. Wir haben die Pille hier. Da hier oben noch eine Bohne reingedrückt, die völlig daneben ging aus irgendeinem Grund. Oh.
Boah, fliegt der rum. Der wird ja mal richtig durch die Luft gewirbelt. Mann, die Zombies hier derb am Verteidigen. 0-0. Die Runde hier wird ein bisschen härter als die letzte. Da haben wir die anderen ja richtig aus dem Weg geräumt. Ja, wie gesagt, zu viele Kakteen versauen das Spiel. Ein, zwei kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aber die hatten ja wirklich Kakteen ohne Ende. Die Mehrheit da drin war auf jeden Fall Kaktus. Wo will der hin? Nirgendwo hin. Was ist hier unten los? Bams, bams, bams. Ah, meine Bohne geht noch raus. Man weiß ja nie, auch wenn ich hier von der Seite weggeholt werde. Okay, die Wiederbelebung. Sollen wir sie annehmen? Wir nehmen sie an. Dann bin ich hier mitten auf der Schlacht wieder. Boah, nein, Leute. Einer muss verteidigen. Also irgendjemand muss ja auch ein bisschen verteidigen. Jetzt werde ich hier schon wieder von hinten getackelt. Sehr gut, sehr gut. Na also, das Team ist auf jeden Fall gut dabei. Die haben Ahnung, die wissen, wie der Laden läuft hier mit meiner letzten Lebensenergie. Boah, was für ein Move. Zack, zack, zack. Da ist er schon wieder weg. Trick 17, Tricky D. Boah, da fliegen wir alle durch die Luft. Drei hat er weggeholt mit einem Schuss. Nicht übel, nicht übel. Muss man ihm lassen. Und schon wieder, die Zombies hier sind ein bisschen besser unterwegs in dem Spiel. Also bis jetzt haben sie auf jeden Fall öfters die Bombe gezündet. Okay, Leute, wir müssen ran, wir müssen ran. Wir müssen ran. Verteidigung! Komm schon, Baby, komm schon! Boah, yes! Noch hinbekommen. Noch hinbekommen. Boah, Wahnsinn! Der da hinten hat mich noch weggeholt. Okay, wir müssen endlich mal schauen, dass wir einmal hier die Bombe... Ich muss die Bombe kriegen, natürlich. Ich muss sie bekommen. Kapitän der Mannschaft. Einfach viel zu viele. Die hängen immer wieder sehr gut zusammen. 6 Kills. Vielleicht doch mal hier den Schnapper mitnehmen. Der eine hier fliegt auch nur mit seiner Drohne rum. Okay, okay, meine Bohne ist raus. Wie kann der immer noch leben? Oh nein, 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 da fliegt noch ein Wicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Oh nein, nein. Nein, die machen den ersten Punkt. Das Ding hier geht hoch. Das Ding hier geht hoch. Wir wechseln hier mal auf die Feuervariante rüber. Ich glaube nicht, dass wir das noch irgendwie halten können. Der erste Punkt hier geht an die Soms. Soms vor der Tons. Na, oh, schon wieder so ein Wicht. Wahnsinn. Holt er mich noch weg. Okay, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall einen Punkt machen. Der Ausgleich muss kommen. Vertrauen in die Pflanzen. Kann doch nicht sein, dass wir hier so abstinken. Unten rum, oder? Unten rum. Jetzt renn mal hier rüber. Den hab ich. Station habe ich auch. Achtung, Minen, Minen, Minen. Boah, ich wette, da fliegt gleich wieder so ein Wicht. Yep, der Wicht ist irgendwo hinter mir. Meine Bohne, die regelt das. Sehr gut. Die Pille. Sie klebt. Oh nein, oh nein. Alles klar, fallen. Bohnen fliegen rum. Ich bin gestorben, aber der eine ist auch noch gestorben, habe ich gesehen. Kommt schon, Leute, jetzt immer wieder drauf, immer wieder drauf. Das könnte was werden. Das könnte was werden. 5, 4, 3, 2, 1. Oh nein, ich glaub's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Das Ding ist doch schon explodiert. Wahnsinn. Ich ziehe meinen Hut.
In der letzten Sekunde. Die Explosion haben sie irgendwie nochmal eingetütet, wieder in die Bombe gepresst und zurück an uns geschickt. Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Meine Bohne ist da hinten noch drin. Ich habe beide weggeholt. Aber die Pflanzen müssen sich hier durcharbeiten. Die müssen sich hier durcharbeiten. Achtung, Achtung, Achtung! Wow! Ich hab sie! Komm schon! Yes! Nein! Nein, ich dachte schon, ich wäre schon drin. Ah, Mist. Wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran an dem Ding. Wie wir den hier bombardieren und zerstören. Achtung, Achtung. Kaffeebohne. Junge, du gehst in die falsche Richtung. Und wenn wir jetzt nicht bald einen Punkt machen, haben wir ein Problem. Der hier wieder, immer wieder mit seinem Wicht. Was anderes kann der Typ auch nicht. Yes, ich habe ihn noch bekommen hier. Mann, wir sind schon bei 5 Minuten 50. Wenn wir einen Punkt machen, ist alles wieder drin. Dann ist alles wieder drin. Aber ich habe keine Ahnung, wo die rumrennen. Irgendwo über mir. Ich hab zweimal getroffen. Der hat gesessen mit dem Feuerschaden noch hinterher. Oh nein, Mondgestein! Wow, ich bin noch am Leben. Der Zug ist im Weg. Mass Effect, da drüben hat man es gesehen. Das Raumschiff. Alles klar, wir haben das Ding. Oh, ich habe noch einen weggeholt. Oh, ich habe wenig Leben. Schon wieder der hier. Der hat mich schon 7 Mal weggeholt. Von all seinen Kills war ich irgendwie der häufigste. Boah, schnell doch hier durch, der Zug. Hui. Kommt schon, das muss sitzen, das muss sitzen. Jetzt stirbt doch endlich. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Wenige Sekunden. Ich kann den eigentlich wiederbeleben. Wäre ich raus aus der Deckung. Egal, egal. Wir haben es wieder ausgeglichen. Der Sieg könnte wieder drin sein. Okay, 4 Minuten. Noch ein Punkt. Und ich würde sagen, das Ding ist gewonnen. Noch einen verdammten Punkt. Wir haben die Bombe. Die lungern alle da hinten um die Ecke. Oh, der ist schnell. Verflucht, ich bin benommen. Aber die zünde ich noch an. Den Schaden hier, den teile ich noch aus. Okay, sehr gut. Wir haben das Ding hier wieder. Wie sie alle hier drüben schön brav drauf warten, dass der Zug vorbeifährt. Wer hat die Bombe? Wer hat die Bombe? Wo ist die Bombe? Oh, wow, 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 wow. EMP zerfetzer. Der zerfetzt mich hier gerade. Hm.
Die Bombe ist wieder da oben. Da ist ja noch eine Bohne rein. Boah, ich hab das Teil, ich hab das Teil, ich hab das Teil. Ich gehe hier rum. Shit, der Zug. Komm schon, Zug, komm schon. Komm schon. Wow, 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 wow. Ich muss überleben. Muss hier alles geben. Da drüben sind die Minen. Bunny hoppen. Bunny hoppen. Weiter hoppen. Boah, nein. Boah, waren das viele Zombies. Yes, komm schon, komm schon. Bring es durch, bring es durch. Haben wir es? War es kurz dran? Was ist da los? Alles klar, sie haben wieder die Bombe. Yes, 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 yes. Ich hab das Baby. Komm schon, komm schon. Oh nein, der macht bestimmt so ein Tackling. Boah, ich spring. Ja, nein, oh Gott. Das gibt's doch nicht. Habt ihr es gerade gesehen? Ich war schon dran. Ich war schon dran. Ah, verflucht noch eins. Okay, wenn die Zeit hier abgelaufen ist und wir ja hier zwei noch übrig haben jeweils, also 1-1 steht's gerade, dann ist es so, der, der als erstes einen Punkt macht, also der als erstes wirklich an den Garten, an den Friedhof rankommt, der hat gewonnen. Ohne Zeit, ohne Entschärfung, ohne irgendwas, der hat gewonnen. Wenn die jetzt hier nochmal durchkommen, haben wir ein richtiges Problem. Weil die Zeit ist gerade ziemlich am Ende. Ist immer noch am Leben. Alles weggesteckt. Jo, 10 Sekunden. Jetzt geht's gleich los. Wer als erstes den Garten mit der Bombe berührt, der hat gewonnen. Da eben gerade hat man das Raumschiff wieder gesehen. Oh, sie haben das Ding. Wo rennen die rum? Irgendwo da hinten. Ja, hier, Sofortdetonation. Oh nein, nein, nein. Wo denn, wo denn, wo denn? Haben wir da hinten noch einen Garten? Haben wir da hinten noch einen? Nee, den haben sie doch zerstört. Boah, lass den ja nicht durchkommen, Leute. Lass den ja nicht durchkommen. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da hinten irgendwo. Komm schon, komm schon. Ja, Junge, ja, du schaffst das. Wir glauben alle an dich. Nein! Bring ihn doch um! Friss ihn doch! Ist er tot? Ich weiß gar nichts. Ich weiß gerade gar nichts. Yes! Oh, yes! Gewonnen! Nice! Mann, das war eine Runde. Die war richtig spannend. Ja, Freunde. Zwei Siege. Der eine war ziemlich schnell. Der andere war extrem lange. Dennoch, Sieg ist Sieg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Gebt dem Video noch eine Bewertung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und tschüss.